Gern möchte ich euch jetzt noch aus dem Jesaja ab Kapitel 11, Vers 1 vorlesen. Das ist die Grundlage der Predigt. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtens Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land ist voll der Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Danke vielmals, Marianne, für die hoffnungsvollen, mutmachenden Worte, dass du den Mut hast, das mit uns zu teilen. Und wir sehen auch schon vor vielen, 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 vielen Jahren, hat man schon Englisch gesungen. Das ist nichts Neues. Und mich hat das einfach so erinnert, als ich das, deine Gedanken gelesen habe, schon vorab, einfach an ein Psalmwort, Psalm 31, Vers 9, wo es ja heisst, dass Gott uns möchte auf weiten Raum stellen, unsere Füße auf weiten Raum stellen. Und du hast das so wunderbar auch beschrieben, jetzt in dem persönlichen Lebenszeugnis von dir. Und wenn wir da den Psalm anschauen, ist ja das nicht einfach so, weiter rum dann, wenn es uns gut geht, sondern wenn wir da schauen, dem geht es gar nicht gut, dem Psalmist. Aber er lebt trotz den Herausforderungen vom Leben, trotzdem, dass man ganz eng wird in seinem Herz hinein, hat er erlebt, wie Gott ihn auf einen weiten Raum gestellt hat, wo ihm Hoffnung gegeben hat. Und danke vielmals, ja, Marianne, und schön, dass du das auch immer noch erlebst, mit dieser Hoffnung unterwegs bist. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Segen, wenn man mit so einem Hoffnungsbild darf unterwegs sein, immer wieder aufs Neue. Ja, wir möchten miteinander eintauchen. Wir haben jetzt einerseits so den Vers 9 aus dem 11. Kapitel, wir haben schon ein bisschen drum herum gehört. Und ich möchte euch einfach auch noch ein bisschen mitnehmen in den Jesaja rein. Weil ich glaube, wenn wir so ein bisschen schauen, was der Jesaja für ein Typ war, dann wird das Bild von dieser Hoffnung noch mehr verstärkt. Es wird noch stärker, es wird noch besser. Und ich fange dort an, wenn die, die am letzten Sonntag dabei waren, beim Beat und bei der Anita, dort sind wir beim Prophet Jeremia gewesen. Und der Prophet Jeremia, der hat so 626 vor Christus angefangen zu prophezeien, hat dann den Untergang von Jerusalem und den Untergang vom Tempel, Zerstörung prophezeit, hat das selber dann auch erlebt im Jahr 586. Und wenn wir jetzt zum Jesaja gehen, dann bewegen wir uns wieder 100 Jahre, ungefähr ganz grob 100 Jahre zurück auf dem Zeitstrahl. Wir sind im Jahr 740, 736, dort umeinander hat der Jesaja angefangen zu wirken. Und ich nehme jetzt euch einfach ein bisschen mit rein in sein Leben rein. Das Jesaja hat stark gewirkt in Jerusalem selber. Er hat dort ganz viele Prophetien bekommen
von Gott. Es ist das längste Prophetiebuch, das wir haben, 66 Kapitel. Wenn du mal anfängst zu lesen, wirst du kaum mehr fertig vor Luther Prophetie, wo ein nach der anderen kommt. Seine Botschaften, die er bekommen hat von Gott zum Weitergehen, ist wie oft üblich bei Propheten einerseits das Gerichtswort gewesen, das Gerichtswort über das Südreich und das Gerichtswort über das Nordreich, aber auch das Gerichtswort über das Umfeld, über die Völker rundherum, ganz besonders auch über die Assyrer. Und er hat ganz viele Prophetien bekommen, die auf den Messias hindeuten. Wie kein anderer Prophet hat er Prophetien bekommen. Und das Jesaja-Buch ist darum dann so wichtig geworden, eigentlich nicht nur innerhalb vom rabbinischen Judentum, sondern auch für uns Christen ist es enorm wichtig geworden, weil, wenn man das Neue Testament durchlesen, dann hat es ganz einen Haufen Zitate, ganz einen Haufen Verweise auf den Jesaja. Er hat so viel Verweise im Neuen Testament zum Jesaja, wie alle anderen Propheten miteinander, die im Neuen Testament erwähnt werden. Und darum sagt man auch am Jesaja-Buch so wie, das ist so wie das fünfte Evangelium. Es hat schon so viel Evangelium drin. Und was ihn eben auszeichnet, ist das Buch, dass er eben nicht nur ganz viel Gericht angekündigt hat, sondern dass er eben unglaublich viel Hoffnung auch angekündigt hat. Sehr viel Trost, sehr viel Zuspruch. Und dass seine Prophezeiungen sich auch wirklich erfüllt haben. Die eine Prophezeiung, die er selber angekündigt hat und dann auch erlebt hat, ist, dass Nordreich 722 zerstört worden ist, überfallen worden ist und das Königshaus eigentlich dann nicht mehr gegeben hat und nur noch das Südreich von dort weg existiert hat. Und jetzt habe ich gesagt, wir haben ganz viel Messias-Prophetie, wir haben ganz viel Zuspruch und ich möchte euch einfach so eine Gelegenheit geben, um das ein bisschen aufzusaugen. Ich werde euch jetzt ein paar Verse da vorne einblenden, ihr könnt die einfach für euch selber lesen, auf euch wirken lassen, dass ihr einfach seht, hey, wie viel Hoffnung, wie viel Prophetie, die sich auch erfüllt hat aus dem Buch raus, da entgegenkommt. Das ist unglaublich. Lasst euch einfach mal auf die Aussage ein, wo die meisten, wahrscheinlich die vielen von euch, sehr bekannt vorkommen. Zuerst einmal einfach Messias Prophetie. Das ist noch lange nicht alles, aber einfach ein ganz kleiner Auszug. So viel Ermutigung, so viel Zuspruch in einem einzigen Buch. Und das Geniale ist, die Prophetien, die haben sich erfüllt, die sind wahr geworden. Der Zuspruch ist wahr geworden. Mit dem Gott bist du unterwegs, der Geschichte schreibt. Und wenn du selber Zuspruch suchst, selber Trost suchst, dann schlag den Jesaja mal auf. Nimm die Lutherbibel führen, dort hast du den Service, dass die wichtigen Stellen, also all die ich hier aufzeichne, die sind gerade fett markiert. Oder wenn du für jemand anderen den Zuspruch suchst, nimm den Jesaja führen. Es ist unglaublich viel Ermutigung in diesem Buch. Wo Gott ja gegeben hat. Gott will scheinbar uns Menschen ermutigen. Und ich hoffe, dass einfach auch das darf heute Morgen dazu dienen, dass du darfst ermutigt werden, ermutigt wieder rausgehen. Und so tauchen wir ein, jetzt in die paar Verse rein,
wo der Vers 9 drin steht, wo wir gehört haben, in den Lieblingsvers, rein, die Umrahmung. Und da sehen wir im Vers 1, wenn es gehört, da wird von einem Reisgrad geredet, von einem Reisig geredet, von einem Zweig geredet, wo soll das zukünftige Friedensreich daraus herauswachsen. Wir merken, wenn da von einem, so einem Zweig geredet wird, wir merken, dass ist etwas, wo scheinbar sehr unscheinbar, sehr zerbrechlich daherkommt. Das Friedensreich, das kommt im Gegensatz zu allen anderen Reichen, die über die Welt donnern sind, nicht mit Gewalt und Macht daher, wo alles erdrückt und niederwalzt und dann seine Macht aufbaut. Es kommt ganz zerbrechlich, unscheinbar. Man erwartet es eigentlich gar nicht dort. Aber es kommt, ein kleines Zwiegli. Und der Zweig ist verbunden natürlich mit dem Stamm Isai, also der Vater von David. Es kommt aus dieser Dynastie raus. Es ist von dort her, kommt das Zwiegli, ist am Wachsen. Und wenn wir da Stamm lesen, Stamm Isai, dann ist mit Stamm da nicht unbedingt das gemeint, oder steht dahinter dran nicht das, dass da irgendeine Sippe gemeint ist, dass da Leute gemeint sind, eben der Stamm vom Isai, sondern dahinter steht eigentlich ein Stumpf. Der Stumpf vom Isai. Da, was noch übrig geblieben ist. Das heisst, da ist bereits ein Gericht vollzogen worden. Da ist der Baum, der mächtige, der stolze, der schöne Baum von dem Haus Israel, von dieser Hütte von David, ist zerbrochen worden bereits. Es ist zerstört worden, sie hat ein Gericht vollzogen worden, weil das Volk Israel nicht ihre Bestimmung nicht erreicht hat, nämlich Licht für die ganze Welt zu sein. Und darum kommt das Zwiegli, wächst aus dem Stumpf raus, weil der Baum bereits abgeschlagen worden ist. Und der Amos, der Prophet Amos, nicht der Amos Haslebacher, sondern der Prophet Amos, Kapitel 9, Vers 11, schreibt einmal über deinen Zustand: Er wird die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Und das Bild von dem Stumpf ist die zerfallene Hütte von David, wo da etwas Neues auf eine ganz kleine, unscheinbare Art anfängt zu wachsen. Und wenn du jetzt denkst, heiner Mal, da kommt mir so bekannt vor, der Vers, da haben wir doch schon x-mal gehört, dann bist du ganz richtig, weil sehr oft, sehr gern wird an Weihnachten über das Kapitel geredet. Das Zerbrechliche, wo ja so wunderbar an Weihnachten zum Ausdruck kommt. Niemals wie dort, die Zerbrechlichkeit, wie Gott in die Welt hineinkommt, als ein Baby. Zerbrechlich, der gewaltige Gott kommt so zerbrechlich als Baby in die Welt hinein. Und ich bin ja gerade Grossvater geworden. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Und da wird dann wirklich wieder so bewusst, wow, wie zerbrechlich wir Menschen sind. Wir brauchen so viel Pflege, so viel Hilfe, weil wir sind immer hoffnungslos verloren. Und so ist das Friedensreich, das Reich Gottes, kommt so auf die unscheinbare, zerbrechliche Art in die Welt, durch Jesus Christus. In dem Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden, so zerbrechlich zu werden. Aber wir lesen dann auch im Vers 2, dass der Zweig, der ist nicht einfach zerbrechlich, sondern der wird gesalbet. Es geht ja um den Messias, der wird gesalbet mit dem Geist Gottes. Und er kommt nicht einfach nur ein bisschen Geist über, sogar das Nötigste, sondern wir lesen da von ganzen Haufen Eigenschaften, wo da der Zweig mit überkommt, von einer ganzen grossen Salbung. Und wenn man genau zählt, dann kommt man genau auf 7 Eigenschaften, wo da der Geist Gottes wo der Zweig gesalbet wird, oder wo eben Jesus gesalbet wird damit. Und wenn man 7 hört, dann schält es bei uns gerade und dann merkt man, 7, da ist doch die Zahl von der Vollkommenheit. Der Zweig, das Unscheinbare, der Jesus wird gefüllt mit der ganzen Fülle vom Geist Gottes. Wir werden vielleicht auch erinnern an unsere Offenbarungsserie, wo nämlich beim Thron Gottes stehen genau 7 Fackeln um den Thron, wo genau die Siebenheit vom Geist Gottes, die Fülle von Gott, wo der Thron Gottes umgibt, symbolisiert und anzeigt, und so genau ist auch der Zweig gefüllt mit der vollen Fülle vom Geist Gottes.
Und wenn Jesus dann im Lukas 4 erzählt wird von ihm, wie er auf Nazareth geht, dort in die Synagoge Gottesdienst hineingeht, dort die Schriftrolle ihm gegeben wird, interessanter wird es, wird ihm welche Schriftrolle gegeben? Natürlich die vom Jesaja. Welches Kapitel? Kapitel 61. Was steht dort? Dass der Geist Gottes auf mir ruht. Und am Schluss sagt er, heute hat vor euren Augen, vor euren Ohren, besser gesagt, sich das Schriftwort erfüllt. Jesus bezieht sich selber auf die Geistesfülle, dass er wirklich der ist, der mit dem Geist gefüllt worden ist, mit dieser Fülle unterwegs ist. Und sein Leben zeugt ja, glaube ich, auch fest davon. Und was ist die Folge davon? Vers 3 lesen wir, dass er Wohlgefallen hat an der Furcht vom Herrn. Furcht, setzt man vielleicht besser mit Ehrfurcht vor Herrn. Er hat Ehrfurcht gehabt vor Gott. Und Ehrfurcht vor Gott, Furcht vor Gott, ist gemäß Sprüche oder gemäß den Psalmen der Anfang von aller Erkenntnis. Der Anfang von aller Weisheit. Er ist mit dem gefüllt gewesen, mit der Erkenntnis, mit der Weisheit. Wir erfahren weiter mehr von ihm. Und weil er gefüllt ist mit dieser Weisheit, mit dieser Erkenntnis, wird er eben nicht einfach so richten, wie die Richter auf dieser Welt richten, nach dem, was sie sehen, nach dem, was sie hören, sondern, wenn da steht, er wird nicht richten, nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nach dem, was seine Ohren hören, dann will er es zum Ausdruck bringen, gemäß Johannes 7, 24, dass er gerecht in Urteil spricht. Bei uns heisst es immer, vor dem Gesetz sind alle gleich, aber die einen sind ein bisschen gleicher. Das sind die, die sich die teuren Anwälte leisten können. Die sich irgendwie rausboxen können. Und wenn da steht, dass Jesus nicht wird mit auf die Augen schauen, nicht wird, was da präsentiert wird, was da für eine Person da steht, wenn er wird hören von dieser Person, dann heisst das, er wird mit Gerechtigkeit. Er wird Gerechtigkeit aufrichten. Er wird all das Ungerechtigkeit, die da ist, wird er klingt fast wie der Fasnacht. Wird er die Ungerechtigkeit und glaubt, haben wir viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Er wird die Ungerechtigkeit durch Gerechtigkeit richten. Und darum steht er ganz besonders auf der Elenden, auf der Seite der Elenden und der Armen. Und da werden wir ganz fest auch schon an die Bergpredigt erinnert. Und seine Kraft ist nicht die, dass er einfach Gewalt mit Gewalt beantwortet. Seine Kraft ist, dass er auf Gewalt- und Machtansprüche mit Wort, mit Weisheit antwortet. Der Stab von seinem Mund, mit dem wird er zuschlagen, mit dem wird er das Böse in die Schranken weisen, wird er die Gottlosen töten. Und wenn wir an Jesus denken, an seine Worte, an seine Weisheit, an seine Predigten, er hat das genau erfüllt, er hat das gemacht, er hat mit unglaublicher Weise, mit unglaublich machtvollen Worten, die bis heute nachklingen, das Böse in die Schranken gewiesen. Und so soll sie es, und durch das ist sein Lebenswandel, sein ganzes Leben, sein Weg, wo er geht, umgürtet mit Treue und Gerechtigkeit. Ganz im Gegensatz zu der Treulosigkeit vom Volk Israel, wo immer wieder treulos worden ist, wo immer wieder treulos war, er ist der Treue, er ist der Gerechte. Und so ist er ein Wegbereiter für die Zukunftsvision, die wir ab dem Vers 6 miteinander schon gehört haben in der Schriftlesung und da gesehen. Er ist der Wegbereiter von dem, wo es prophezeit wird, dass mal alles wird umkehren. So wie der Messias mal kommt, so wie die Gerichte gesprochen worden sind und auch passiert sind, so wird sich auch das Friedensreich mal durchsetzen. Und ich finde das so schön beschrieben, dass das nicht einfach etwas ist, was uns Menschen betrifft, sondern dass die ganze Schöpfung da betroffen ist, auch die Tiere davon betroffen sind.
Das nicht mehr heisst fressen und gefressen werden, sondern dass da auch der Friede in die Schöpfung von der Tierwelt hineinkommt. Und ins Verhältnis zwischen Mensch und Mensch und ins Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Weil nämlich schon der Paulus sagt im Römerbrief, dass auch die ganze Tierwelt, die ganze Schöpfung sich lechzt nach dieser neuen Welt, nach dieser Erlösung und nach dieser Zukunftsvision. Und so wird die ganze Bosheit, wo heute noch zum Himmel schreit, manchmal auf dieser Welt, die ganze Bosheit, wo heute zum Himmel schreit, den Boden unter den Füßen weggezogen. Und anstatt, dass überall die Bosheit zum Himmel schreit, wie es zurzeit noch ist, an vielen Orten noch ist, setzt sich die Erkenntnis vom Herrn durch. Leert sich das wie das Meer, leert sich wie das Meer über das Land innen und füllt jede Pore mit der Erkenntnis vom Herrn, mit der Präsenz Gottes, mit der Gegenwart Gottes, dass eben keine Frage mehr ist, ob es Gott gibt, ob er jetzt wirklich der Sieger ist, ob wirklich das Reich kommt. Er ist da und er ist sichtbar für alle da, sichtbar und spürbar, erkennbar mit seiner Gegenwart, mit seiner Präsenz. Und das ist so durchdringend, wie wenn wir das ganze Meer würden über das Land hineingüssen. Jede Pore wird gefüllt von dem. Und abschließend im Vers 10, die wunderbare Ausblick, dass das eben nicht nur eine Prophezeiung ist, ein Friedensreich, das einfach jetzt für das Volk Israel gibt. Es ist eine Prophezeiung, die für alle Völker gilt, für jedes Volk, für uns Europäer, für uns Schweizer. Und die Frage, natürlich, was sollen wir jetzt mit dem machen? Sollen wir einfach ein bisschen träumen davon und denken, irgendwann, wenn ich einmal gestorben bin, werde ich dann auch mal ein Teil sein von dem Reich? Irgendwann, wenn es dann kommt, soll ich mich in die Bubble rein zurückziehen und einfach ein bisschen von dem träumen? In Bubbles zurückziehen sind wir momentan ja recht gut. Dann muss man sich mit allem anderen unliebsamen Fragen und allem Unliebsamen, was einem sonst entgegenkommt, außerhalb der Bubble, sich nicht damit beschäftigen. Wie soll man mit dieser wunderbaren Zukunftshoffnung, die wirklich fast wie ein Traum tönt, umgehen? Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, dass man sehen und glaubt, dass die Erkenntnis vom Herrn nicht Zukunftsmusik ist, sondern dass sie eben in Jesus Christus bereits sichtbar worden ist, bereits angefangen hat, die Welt zu verändern. Im Kolosser, Vers 3, Entschuldigung, ich muss abblättern hier. Kolosser 2, Vers 3 steht, in ihm, mit dem ist das Zwiegli gemeint, mit dem ist Jesus gemeint, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Erkenntnis Gottes kommt schon durch Jesus in die Welt, ist schon gekommen. Wir dürfen sie schon kennen. Bruchstückhaft davon schon dürfen wir sie kennen und sehen. Und wir sehen weiter Sachen über die Erkenntnis von Gott. Wir sehen auch, dass die Erkenntnis von Gott etwas ist, was man nicht machen können. Sie ist ein Geschenk, das mit Jesus Christus verbunden ist. 2. Korinther 4, 6. So hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt. Die Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Und will die Erkenntnis von Jesus Geschenk ist sie eben auch wie eine Geistesgabe. Die Erkenntnis vom Herrn ist eine Geistesgabe. So wie Lehre, wie Prophetie, wie Evangelisation. Sie ist eine Geistesgabe. Paulus sagt zu den Korinther, dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis. Und will Erkenntnis eine Geistesgabe ist, soll es mit der Erkenntnis genauso sein wie mit allen anderen Geistesgaben auch. Sie soll wachsen in uns. Es ist etwas, was darf wachsen, was soll wachsen.
Da sagt Petrus, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und das Wachsen, das soll so weit gehen, dass man richtig davon schmückt, von dieser Erkenntnis. Der Paulus schreibt, Gott aber sei gedankt, der uns allezeit im Triumph mitführt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Die Erkenntnis wird uns zum Schmücken bringen für Jesus. Die Erkenntnis will uns jetzt schon fühlen, damit andere Menschen können erkennen, wer Jesus ist. Und das ist ein Geschenk. Aber der Paulus verbindet auch eine Warnung mit der Erkenntnis. Er sagt im 1. Korinther 8,1, was aber das Götzenopfer angeht. Heute könnte man vielleicht sagen, in der heutigen Situation, was aber Corona angeht. So wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Wir wissen alle, wie es läuft. Die Erkenntnis aber bläht auf, die Liebe baut auf. Und das Letzte, was wir über Erkenntnis, was ich entdeckt habe über die Erkenntnis, ist, dass sie interessanterweise gemäß dem Paulus wird aufhören. Sie wird einmal kein Grund mehr haben zu existieren. 1. Korinther 13,8 und die Erkenntnis aufhören wird. Mal überlegt, warum ist das so? Aber vielleicht ist es eben darum so, weil Gottes Präsenz, Gottes Gegenwart so stark ist, dass wir gar keine Gottes Erkenntnis mehr haben, weil es ist schon alles da, es ist da, es ist alles durchdrungen. Wie es so zum Beispiel auch heisst, dass man keine Sonne mehr braucht. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die strahlt so hell, dass man da nicht mehr braucht. Dann braucht man auch keine Erkenntnis mehr. Und wenn ich dann vielleicht gleich noch eine Frage habe, dann kann ich vielleicht zu Jesus einen Kaffee trinken und die Frage direkt ihm stellen. Irgendwie so. Ich weiß das nicht. Aber die Erkenntnis hört scheinbar auf, weil die Gegenwart Gottes, die Präsenz so erdrückend ist, weil das Meer, die Wasser, die Wassermasse, die leistet ganze Arbeit und durchdringt alles, damit sie nicht mehr nötig ist. Ja, wir merken, von dem wunderbaren Reich, wo da beschrieben wird, die Schau, die Jesaja bekommen hat, vieles von dem Heilsreich, von dem Friedensreich, ist noch nicht sichtbar. Manchmal scheint es noch so weit weg, dass der Leu und Gazelle zusammen sind, dass wir Frieden haben miteinander, dass Gerechtigkeit ist, dass das Böse nicht mehr schreit. Es scheint alles noch so zerbrechlich zu sein, im Angesicht von diesen Herausforderungen auf unserer Erde. Aber wir dürfen wissen, in Jesus Christus hat eben genau das, die in dieser Zartheit, in dieser Zerbrechlichkeit das Reich Gottes, das Friedensreich bereits angefangen zu wachsen. Und beim Studieren von diesem Text habe ich ganz einen neuen Blick bekommen auf unseren Weihnachtsbaum, den wir Jahr für Jahr aufstellen. Bis jetzt habe ich immer die Nadeln angeschaut für das Grüne, das Immergrün, für die Ewigkeit und die schönen Kerzen für das Licht, das Jesus in die Welt hineinbringt. Und seit ich das da gelesen habe, sehe ich in dem Baum, eben, dass aus dem Zwiegli bereits schon ganz viel mehr Zwiegli geworden sind. Und der hat sich verästelt und es ist schon ein wunderbarer Baum entstanden. Und der Baum ist schon da, weil wenn man nämlich in die Geschichte hineinschaut, dann merkt man nämlich, dass schon ganz viel passiert ist. Das Christi hat sich in ein paar hundert Jahren hat sich, ist das zu dieser Religion geworden, zu dieser prägenden Macht geworden in dieser alten Welt. Es ist der Gang durchgegangen durchs Mittelalter. Es ist nicht zu vernichten gewesen. Es geht weiter, es erreicht Menschen, es sind Denominationen, Kirchen entstanden. Das ist schon ein riesen Baum, der da entstanden ist, aus einem kleinen, feinen, zarten Ästchen. Und das dürfen wir auch sehen, wenn wir manchmal nicht mehr sehen, dass das Reich Gottes unterwegs ist.
Und immer dann, wenn wir den Weihnachtsbaum anschauen, sehen wir die vielen Verästelungen, die schon da sind, die schon geschrieben worden sind. Und wo wir da jetzt Versprechen haben, von Gott durch den Jesaja, dass es auch mal zu einer Vollendung wird kommen, dass das Ganze wird durchbrechen und dass das ganze Spiel von noch nicht sein und doch schon sein, kommt mir manchmal vor, wie so ein Vorhang, der da ist. Zwischen dem irdischen Reich, wo wir noch voll drin sind, zwischen dem, was wir sehen, und dem himmlischen Reich, wo schon da ist, aber noch nicht ganz durchgebrochen ist. Wie ein Vorhang, der noch da manchmal ist. Manchmal ist der Vorhang so dick wie im Theater, so ein richtig dicker, fetter Vorhang, wo man fast nichts durchsieht, wo nichts durchdringt, wo das Gefühl hast, da bin ich und hinten dran ist nichts. Und manchmal wird der Vorhang ganz leicht, wird er ganz transparent. Und etwas von dem Reich Gottes kommt in unsere Welt rein, wird sichtbar. Gerade auch dann, wenn wir sehen, was passiert auf dieser Welt, weil in der auf dem Missionsfeld, Beate, du könntest viel erzählen von dem, was durchdringt, wo sichtbar wird, wo sich der Vorhang fängt an auflösen. Wenn wir eben auch in die Geschichte hineinschauen, wie das feine Pflänzli mächtig daherkommt, wie das Reich Gottes die Welt schlussendlich möchte verändern. Und ich glaube, schlussendlich wird uns das Bild nicht einfach nur ins Träumen hineinbringen, in eine Babel hineinführen, sondern das Bild da vom Jesaja, das Hoffnungsbild von dem Friedensreich, will uns Mut machen, jetzt schon. Ich habe in der Vorbereitung das Zitat gelesen und das möchte ich mit euch noch teilen zum Schluss. Gott lässt uns in die Zukunft schauen. Wir haben Prophetien, einen ganzen Haufen Prophetien. Er gibt uns Anteil daran. Er möchte, dass wir in die Zukunft schauen können. Und warum? Damit wir den Mut bekommen, in unserer Gegenwart die passenden Zeichen zu setzen. Mit anderen Worten, jeder, der Jesus glaubt, ist berufen, bereits schon etwas von dieser Zukunft da in dem irdischen Reich, in dem irdischen Reich zu verkörpern, von dem Himmelreich. Auch wenn manchmal da noch so einen lästigen Vorhang hängt, wo manchmal so wenig durchlässig ist, wenn wir uns Zeit nehmen, zum Herrn zu schauen, dann merken wir, dass schon ganz viel auch da ist. Und wir dürfen jetzt schon ein Geruch sein von dem Heil, von dieser zukünftigen Welt. Das ist dir gegeben, das musst du nicht machen, das ist dir gegeben, das darfst du weitertragen. Und ich glaube, das ist eine unglaublich schöne Berufung, die wir haben. Das führt uns in eine Weite, in eine Schönheit hinein, wo wir dürfen unterwegs sein, weit weg von irgendwelchen Moralkühlen, die wir momentan schwingen. Sondern wir dürfen für das Reich Gottes unterwegs sein. Wir dürfen das erleben, wie der Vorhang sich auflöst. Und gerade wenn wir nachher jetzt auch das Abendmahl werden feiern, ist das immer wieder so ein Moment, wo der Vorhang so ganz transparent wird. Und wir dürfen hineindringen durch das Abendmahl feiern, in das verheißene Reich, wo Jesus gebracht hat und uns durchs Abendmahl immer wieder daran erinnert, hey, dass es angefangen hat, dass es gestartet hat, dass es weiter gehen und dass es zum Ziel wird kommen. Und ich möchte euch jetzt einfach einen Moment geben, wo ihr die Hoffnung und die Perspektive könnt aufsaugen. Wir haben vorher das Lied gesungen, All Over the World, Englisch, und für alle, die nicht so gut Englisch kommen, jetzt haben wir es noch Deutsch. Ein paar instrumentale Töne dazu, lasst die Texte von dieser Zukunftsvision, von dieser Hoffnungsvision auf euch wirken. Währenddem Naomi ein paar Taktmusik spielt. Und ich wünsche euch, dass ihr einfach neu angezündet werdet mit dieser Hoffnung, wenn du es manchmal auch nicht siehst. Hey, du darfst hier heimgehen und darfst wissen, an dem Ort, wo du bist, an dem Arbeitsplatz, wo du bist, in dieser Nachbarschaft, wo du lebst, du trägst den Geruch von dem neuen, von dem zukünftigen Reich bereits an dir. Und das darf oberste Priorität haben in unserem Leben. Es gibt nichts Wichtigeres, als diese Hoffnungsbotschaft weiterzutragen. Amen.